Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Destiny 2 Video. Wie ihr im letzten Video gesehen habt, habe ich die wöchentliche Challenge im Master Mode der Gläsernen Kammer geschafft. Wie mir das gelingen konnte, zeige ich euch heute. Viel Spaß euch also mit dem Video.
gefallen. Derzeit ist das Maschinengewehr als zeitverjährte Waffe im Raid zu halten. Als ein Maschinengewehr mit einer 450er Feuerrate ist es von den Perks her, die droppen können, mit der Hammerhead zu vergleichen. Für die, die genug Eroberungsbeute gesammelt haben, können am Schild nun sich die zeitverjährten Waffen, also den Raketenwerfer von der letzten Woche sowie das Maschinengewehr von dieser Woche, für 25 Eroberungsbeute kaufen. Somit dürfte dann bei dem einen oder anderen die Chance auf einen Godroll steigen. Nun gut, das war's schon wieder. Viel Spaß, wie immer natürlich mit Destiny 2 und euch allen einen wunderbar guten Grind. Hey.